Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auf die Historie der Ausprägung des Antiziganismus sind meine Vorredner bereits ausführlich eingegangen. Auch auf dem Gebiet des heutigen Landes Brandenburg haben Sintize und Sinti sowie Romja und Roma nach dem Jahr 1933 Verfolgung erleben müssen, die für viele mit dem Tod endeten. Da die in Deutschland lebenden Angehörigen dieser Gruppierung auch heute noch mit Vorurteilen konfrontiert und offen diskriminiert werden, war es richtig, vom Deutschen Bundestag die unabhängige Kommission Antiziganismus einzusetzen. Die Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass der stattfindende Rassismus gegen Sintize und Sinti sowie Romja und Roma nur mit einem grundlegenden Perspektivwechsel in der Gesellschaft beendet werden kann. Zudem sei eine Politik gefordert, die dies unterstützt und begleitet. Nach den Angaben der Landesregierung auf die Große Anfrage sind wir dafür im Land Brandenburg auf dem richtigen Weg. So schätzt die Landesregierung die Bekämpfung aller Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vollkommen richtig als eine gesamtgesellschaftliche und auch dauerhafte Aufgabe von zentraler politischer Bedeutung ein. Diskriminierungen jeglicher Art beschädigen das friedliche Miteinander in allen Bereichen des Lebens. Daher ist es uns wichtig, jeglicher Diskriminierung entgegenzutreten. Doch trotz all der Fortschritte ist das Problem der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit durch Diskriminierung oder auch Rassismus noch nicht überwunden. Daher ist es auch wichtig, die Jüngsten in unserer Gesellschaft, insbesondere die Schülerinnen und Schüler, mehr zu sensibilisieren. So ist es wichtig, dass in der Schule frühzeitig über Demokratie, Akzeptanz und Vielfalt gesprochen wird. Nur so kann Diskriminierung und eben auch Antiziganismus entgegengewirkt und Akzeptanz für Vielfalt geschaffen werden. Die Unterrichtsfächer Lebensgestaltung, Ethik, Religion und politische Bildung sowie teilweise die Fächer Geschichte und Geografie bilden die Grundlage für einen thematischen Austausch über Migration, Herkunft und Entwicklung von Kulturen bis hin zur Stärkung der Akzeptanz und Vielfalt. Wir sprechen uns ganz klar gegen jede Form von Diskriminierung und Rassismus aus, natürlich auch gegen Antiziganismus. Deshalb ist es wichtig, dass Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft, dem Geschlecht, der Religion oder der Weltanschauung, der Behinderung, des Alters und der sexuellen Identität konsequent verfolgt und die Opfer der Diskriminierung betreut werden. Und deshalb ist auch der gemeinsame Entschließungsantrag richtig, um die zuvor genannten Problemfelder anzugehen. Seit Juli 2021 hat zum Beispiel das Polizeipräsidium mit der Einrichtung des Ansprechpartners für Extremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit erstmals eine Stelle geschaffen, die sich als zentrale Analyse- und Beratungsstelle der Behördenleitung versteht. Diese Anlaufstelle veranlasst Prüfungen polizeilicher Abläufe und mögliche diskriminierende Auswirkungen und nimmt Einfluss auf die weitere Sensibilisierung der Polizeibediensteten hinsichtlich möglicher antiziganistischer Stereotype. Zudem ist diese Stelle gleichzeitig Netzwerkpartner als Kontakt für Interessenvertretungen. Die Auswertung dieser Großen Anfrage zeigt, dass es immer noch Diskriminierung und Rassismus in unserer Gesellschaft gibt. Es ist unsere gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe, gegen jedwede Diskriminierung, gegen jedweden Hass, gegen jedwede Gewalt für ein friedliches, tolerantes und respektvolles Zusammenleben aller Menschen in Brandenburg einzutreten. Vielen Dank.